Die Welt als Wille und Vorstellung. Punkt, Punkt, Punkt. Also ein Auszug haben wir hier. Über dies alles nun aber ist der Tod die große Gelegenheit, nicht mehr ich zu sein, wohl dem, der sie benutzt. Während des Lebens ist der Wille des Menschen ohne Freiheit. Auf der Basis seines unveränderlichen Charakters geht sein Handeln an der Kette der Motivation mit Notwendigkeit vor sich. Nun trägt aber jeder in seinen Erinnerungen gar vieles, das er getan und worüber er nicht mit sich selbst zufrieden ist. Lebt er nun immer fort, so würde er vermöge der Unveränderlichkeit des Charakters auch immerfort auf dieselbe Weise handeln. Demnach müsse er aufhören zu sein, was er ist, um aus dem Keim seines Wesens als ein neues und anderes hervorgehen zu können. Daher löst der Tod jede Bande. Der Wille wird wieder frei. Denn im Esse, nicht im Operiari, liegt die Freiheit. Von Arthur Schopenhauer. Wir haben einen neuen Job. Von einem großen Fisch im Afterlife. Kameras, das Rad. Keine Sorge, Amor. Wir sind kugelsicher. Lizzie Wizzy, die Cyborg-Frau, die habe ich in einem Trailer in 3D gerendert gesehen. Ich glaube, Lizzie Wizzy wird noch wichtig. Was? Die Lizzie Wizzy. Ich schau mich doch. Heißt das, ich hab den Kopf in den Wolken. Erde an wie? Gleich, ich muss dir nur ein paar Sachen klauen. Du hast doch sicher nichts dagegen, oder? Hallo? Horoskope. Gleich, ich gehe ja gleich. Horoskope, Geschichtenerzählergruppe. Was? Kunden der Gruppe Geschichtenerzähler. Klient Nummer 1 2077 MB Scorpion. Ist das sein Name oder sein Sternzeichen oder? Du hast es wieder einmal geschafft. Du hast die Ärmel hochgekrempelt und den Augias-Stall gesäubert. Jeder bewundert dich, aber du weißt auch, dass deine einzige Belohnung die nächste Aufgabe sein wird. Es gibt nicht viele wie dich in Night City, aber ohne dich wären sie längst zu Staub und Asche zerfallen. Die Stadt. Meide verlockende KIs, die versuchen, dich mit ihren Kenntnissen des Altgriechischen zu beeindrucken. Das ist seltsam spezifisch. Dein Glücksort, das Nett. Klient Nummer 2, Donkey Kong, der Steinbock. Schreibt die hier in dem Laden Horoskope oder sowas speziell, spezifisch für Leute. Naja, Donkey Kong, Steinbock. Für was könnte denn MB stehen? Mr. Burns, vielleicht. Der heißt mit Vorname Mr. Hä? Was? Du bist der geborene Konzerner. Du planst, du kalkulierst und webst Netze, die so verstrickt sind, dass du dich manchmal selbst in ihnen verlierst. Wärst du doch nur derjenige, der die Entscheidungen trifft. Die Stadt läge dir zu Füßen. Leider bist du in einem Labyrinth aus Verantwortung gefangen. Aber was immer du gerade planst, sorge dafür, dass du es bis zum Ende durchziehst. Meide Planänderungen in letzter Minute. Dein Glücksort, Arasaka Tower. Klient, mein Gott, das sind aber viele. Oh, lesen wir trotzdem noch ein bisschen. Klient Nummer 3, Double Baby Zwilling. Ha, witzig. Double Baby Zwilling, ne? Als hätte ich's. Und dabei habe ich aber nicht. Du kennst die Stadt wie deine Westentasche. Bei Nacht gehst du nach draußen, um dem Puls der Stadt zu lauschen. Das pikante Geschwätz, dumpfes Geschrei und betrunkenes Gezanke, nur um die Atmosphäre zu genießen. Du warst schon überall und hast alles probiert. Du bist ein Freigeist. Und in Night City macht dich dieser Umstand zum Fabelwesen. Meide, Überanstrengung, dein Glücksort, Nachrichtenredaktion. Jason Simpson Stier. Du hast lange im Schatten anderer verbracht, aber deine Geduld zählt
zahlt sich nun aus. Applaus und Blitzlichter gehören dir. Die Welt der Medien öffnet dir die Türen. Fernsehen, Radio, Braindance, Net. Und das ist erst der Anfang. Meide, die Wellen zu deinen Füßen. Hä? Was? Dein Glücksort? TV-Studio. Klient Nummer 5. March Zuckermann, Wassermann. Als alle um dich herum am Boden waren, kamst du stilecht vorbeigefegt. Die Stadt liebt Leute wie dich, denn so werden Legenden geboren. Dein Triumph ist allerdings bittersüß. Du bist wieder da, aber steckst jetzt auf der Straße fest, zwischen Joy Toys, Trickbetrüger und Obdachlosen. Du weißt, du musst dich hier ums Geschäft kümmern, aber wenn kein Ende in Sicht ist, fühlt es sich manchmal überwältigend an. Meide zwielichte Ripper Dogs, dein Glücksort Chick Chick Street. Na, die paar lesen wir jetzt auch noch. Sechster Klient, Tom Maus Löwe. Die Stadt verschlingt Spielertypen wie dich mit großem Vergnügen. Aber du kennst dich zu gut aus, um ihr zum Opfer zu fallen. Du stehst mit beiden Beinen auf dem Boden und weißt, das Geschäft in Night City, das ist die Nachbarstadt am anderen Flussufer von Night City. Da ist alles ganz schön und alle sind irgendwie total gut versichert und gesund und happy und haben tolle Jobs und so. Das ist Night City. Aber Night City und Night City sind, die haben so ein schwieriges Verhältnis miteinander. Da redet man nicht drüber. Wenn man Blut, Schweiß und Tränen investiert. Niemand ist je von Träumen reich geworden. Träume verspeist du zum Frühstück. Meide genetisch modifizierte Nüsse. Dein Glücksort Haywood. Klient Nummer 7. Roger Winslow Olsen, der Widder. Du bist gefragt. Du kannst kaum eine Aufgabe beenden. Da klopft schon wieder jemand anderes an die Tür und hat etwas Neues für dich. Oft scheint es, als wärst du allein. Aber denk immer daran, dass du ein Team hast, auf das du zählen kannst. Meide emotionale Polizisten mit schwieriger Vergangenheit. Was? Dein Glücksort eine Bar, inspiriert von babylonischer Kultur. Alles klar. Klient Nummer 8. Peacock, der Steinbock. Obwohl du schon seit Jahren mit Normals unterwegs bist, bist du im Herzen Konzerner. In dem Moment, als du das Compeki Plaza betratst, wusstest du, hier bist du zu Hause. Du hast genug vom Lagerleben, genug davon, immer nur Generatoren zu reparieren. Genug vom ewigen Sand zwischen den Zähnen. Du hättest schon vor langer Zeit aufgegeben, wenn du nicht so verdammt gut darin wärst. Meide, Raffen, Schiff. Bitte? Dein Glücksort, Compeki Plaza. Anmerkung, sehr anfällig für den Barnum-Effekt. Oh, noch ein Klient. Na gut, meinetwegen. Neunter Klient, Karl Klamauk, Jungfrau. Du bist erst seit kurzem in der Stadt, aber du kennst dich schon gut aus. Den härtesten Teil hast du bereits gemeistert. Ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, was wir da lesen die ganze Zeit. Was ist denn das? Den härtesten Teil hast du bereits gemeistert. Du hast ein gutes Team im Rücken. Im Rücken? Ein Team im Rücken? Eingepflanzt. Bisher hast du nur kleine Jobs an Land gezogen, aber du bist hungrig auf den ganz großen Fisch. Meide, sich mit sprechenden Maschinen anzufreunden, dein Glücksort, die Musikszene. Das ist nämlich echt komisch. Ich dachte, gut, die schreibt halt vielleicht irgendwie Horoskope für irgendwelche Kunden, aber dass die ausgerechnet für jedes Sternzeichen einen Kunden hat, ist irgendwie komisch. Deswegen verstehe ich das alles nicht, was hier los ist. Naja, weiter geht's. Und da heißt es, ich hab Achtung, 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 jetzt kommt gleich die beste Stelle im ganzen Spiel. Achtung, macht euch bereit. Ah. Einmal noch. Was für ein hässliches Kätzchen. Bitte was? Na gut, weiter geht's.
Ricky, fit wie ein Turnschuh, Alter. Obwohl weit verbreitet, ist die Installation von Cyberware immer noch ein gefährlicher invasiver Eingriff, der nur von qualifizierten Spezialisten durchgeführt werden kann. Ripper Dogs. Klingt auch sehr professionell, Ripper Dog. In Night City arbeiten diverse Ripper Dogs, die jeweils eine unterschiedliche Palette an Cyberware-Upgrades anbieten. Wähle eine gewünschte kybernetisches Upgrade aus der Liste und dann viel Spaß mit deinen neuen Fähigkeiten. War schön, dich zu sehen. Auch schön, dich zu sehen, Lee. Ist eine Weile her. Also, was führt dich zu mir? Letzter Job. Hab mich mit dem Neuro von der Kundin verlinkt und mir vielleicht was eingefangen. Migräne? Übelkeit? Überempfindlichkeit gegen Licht? Das ganze Paket. Okay, Kleiner. Wir kriegen das schon hin. Wie geht's sonst so? Hab einen neuen Fixer getroffen. Hat mir einen Job gegeben. Dexter DeShawn. Echte Größe aus dem Afterlife. Aus dir wird langsam was. Aber gibt's was, das du mir nicht erzählst, Vic? Sei vorsichtig. Sonst nichts. Hab einiges von Dex gehört. Ist wohl nicht so gechillt, wie er sich gern gibt. Ich brauch was Neues. Werkzeug, kein Spielkram. Besseres Visier und festeren Griff. Wirklich? Jetzt? Endlich? Vic, jetzt wird's ernst. Hab einen Job von Dex DeShawn. Einen von der Oberliga. Ich brauch richtig gute Tech. Der Dexter DeShawn. Tja, das ist schon was. Aber lass mich raten. Bezahlt hat er noch nicht. Hör auf zu Flenwick. Ich bring dir die Eddies später. Mit Zinsen. Du kennst mich. Ein letztes Mal, klar? Setz dich hin und entspann dich. Okay. Machen wir. Hiroshi-Optik. Das Beste, was ich habe. Und passend für das, was du suchst. Verlink dich. Hiroshi? Weg, das ist das Beste, was man finden kann. Hm, klingt für mich, als wär's genau das Richtige. Ich hab versprochen, dich zu bezahlen, aber das könnte ein bisschen zu viel sein. Uns beiden fällt schon was ein. Im Moment will ich nur, dass du in einem Stück wiederkommst. Mit den Eddies. Du schaust dich um und wählst aus. Ich scanne. Mal sehen, was da drin los ist. Kybernetische Implantate sind mechanische Ersatzteile für organische Körperteile. Sie verleihen dir mitunter übermenschliche Fähigkeiten, die deine Kampffertigkeiten verbessern und dir dabei helfen können, Gefahrensituationen lebend zu überstehen. Obwohl die Installation von Cyberware im Jahr 2077 weit verbreitet ist, handelt es sich dabei immer noch um einen gefährlichen invasiven Eingriff, der nur von qualifizierten Spezialisten, das haben wir doch schon gelesen, den zweiten Absatz. So, jetzt können wir ein bisschen Cyberware installieren. Es gibt zwei Sachen, die müssen wir jetzt installieren, sonst geht's gar nicht weiter. Und zwar einmal neue Augen von Kyoroshi Optik MK1. Verbessert deine Sicht, freier Cyberware-Mod-Slot. Schudala. Und Hände. Was wir jetzt leider nicht lesen können wegen dem Tutorial. Ah ja, hier. Ballistische Koprozessoren. Erhöht die Chance auf Querschläger mit Powerwaffen, verbindet die optischen Implantate des Benutzers direkt mit dem Waffensystem, wodurch Daten in Echtzeit verfolgt werden können. Im Endeffekt sehen wir jetzt halt unsere Munition auf dem Bildschirm und solche Sachen. Also, das ist die Erklärung dafür, warum wir so ein Videospiel-Hub haben. Und jetzt können wir, wenn wir noch Geld übrig haben, theoretisch noch ein paar andere Implantate installieren. Zum Beispiel Skelettimplantate. Da könnten wir zum Beispiel Titaniumknochen benutzen. Erhöht die Tragekapazität um 20%. Für die Arme, das können wir leider nicht machen. Dafür haben wir nicht genug Street Credit.
Und für die Beinmodule haben wir nicht genug Geld. Nö. Nö. Ah, hier könnten wir uns was laufen, kaufen. Ein Mikrogenerator. Fällt deine Gesundheit auf 15%, wird ein Elektroschock freigesetzt, der Schaden in Höhe von 20% der maximalen Gesundheit des Gegners verursacht. Oder Frontalkortex-Implantate können wir uns auch nicht leisten. Dann will ich mehr Tragelast in unserem Skelett. 1000, dann sind wir ziemlich pleite. Zack, fertig. Mark One, wie gesagt, ein guter Scanner. Zeig Daten auf deiner Netzhaut an. Das Sahnehäubchen ist der eingebaute Linsendisruptor. Einfach gesagt, Überwachungskameras nehmen dein Gesicht nur verschwommen wahr. Aber denk dran, dein Körper ist trotzdem zu sehen. Hm, das sollte gehen. Reagiert auch auf Kiroshi-Tech. Bin bereit. Leg los. Perfekt. Dann los. Leg deinen Oberliga-Arm dort ab. Also, was gibt's Neues im Leben des Victor Vector? Ganz ehrlich, nicht viel. Und genauso gefällt's mir auch. Früher drehte sich bei mir alles nur darum, woher du kommst, wer du bist, was du hast. Und wie ging's weiter? Ich hab einen Schlussstrich gezogen und bin raus. Werd in Night Fucking City nie zur Legende werden, aber wenigstens schlaf ich ruhig. Genau so. Danke. Jetzt noch ein Anästhetikum, dann wird geschnitten. Spürst du was? So wie immer. Ich spüre kein bisschen. Weißt du, du fragst mich das jedes Mal. Warum sollten die Dinge plötzlich anders sein? Sicher, Kleiner. Ist ja nicht so, als gäbe es ein Risiko auf einen Hirnschlag oder Lähmungen. Aber was weiß ich schon? Bin ja nur Arzt. Das dachte ich mir. Ich schalte kurz das Licht aus, okay? Okay, testen wir's. Jetzt wird's magisch. Ich verlinke dich. Magic. Anfangs könnte dir unwohl sein. Verschwommene Sicht, wenig Kontrast, Glitches. Also, wie sieht's aus? Fühlt sich alles gut an? Naja, ich habe echt schon Besseres gesehen. Geduld, Kleiner. Wart's nur. Wenn du Menschen mit einer optischen Cyberware scannst, erhältst du viele nützliche Informationen, zum Beispiel darüber, wie stark ein Gegner sein könnte, wer zu seiner Crew gehört oder was für Waffentypen er verwendet. Als fähiger Netrunner erhältst du eine Liste an Quick-Hacks, die du gegen deine Gegner einsetzen kannst. Zeit für den Scanner. Du brauchst vielleicht eine Gewöhnungsphase, aber beim ersten Mal tut's halt weh. Der Scanner sollte sich irgendwann mit deinen Gedanken synchronisieren und deine Absichten auslesen. Dann habe ich noch einen NCPD-Datenscanner eingebaut, damit du, wenn du auf irgendwelche Schurken triffst, weißt, was sie getan haben. Du hast nun Zugriff auf eine Datenbank mit Personen, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Du kannst die Gefahndeten mit einem Scanner identifizieren. Da sie alle tot oder lebendig gesucht werden, ist es dir überlassen, mit welcher Methode du dir das Kopfgeld sichern willst. Das sollte wunderbar klappen. Jetzt zieh deine Waffe. Du solltest deine Munition und ein brandneues Visier sehen. Aber ein Visier sehe ich nicht, aber gut, okay. Von mir aus. Was ist mit dem Neurovirus? Vom letzten Job. Kannst du das checken? Längst beseitigt, als ich dein Implantat eingesetzt habe. Hab alle Schaltkreise gescannt und den kleinen Bastard frittiert. Bist jetzt offiziell bugfrei. Was man über das Spiel nicht sagen kann. Scheiße, Victor, nicht schlecht.
Ich bin sprachlos. Nimm das hier und denk an die Dosierung. 2 Züge jetzt und weitere 2 in einer Stunde. Was ist das für ein Zeug? Ein mildes Stim. Verbessert Neuroübertragungen und unterdrückt Nebenwirkungen, bis das Implantat voll funktioniert. Danke nochmal, Vic. Du bist der Beste. Ich schulde dir was. Dann los, Kleiner. Zeig ihnen, was du kannst. Und wenn du ganz oben bist, vergiss nicht, woher du kommst. Wer gewinnt? Hernandez! Weißt du, früher hätte Malone dieser Krüppel längst auf dem Boden gelegen. Aber jetzt hat jeder Schädelpolster drin. Schluckt 75% jedes Hiebs. Hast du auf diesen Kampf gewettet? Nein, ich guck's nur gern. Alte Gewohnheit, schätze ich. Es fehlt dir, oder? Ah. Wie läuft der Laden? Kann mich nicht beschweren. Die Konzerne lassen mich in Ruhe und Saka heuert wieder Söldner an. Die alle die neuesten, besten Implantate brauchen. Schon besser, dass Misty dir hilft. Die kann dein Gejammer gut ab. Ja, mich in ihrem Laden einzumieten war eine super Entscheidung. Weißt du was? Ich glaube, du bist der Einzige in Night City, der zufrieden ist. Ab einem bestimmten Alter hast du keine Illusionen mehr. Dann wird das Leben viel einfacher. Na gut, Wick, dann klaue ich dir noch schnell dein Zeug, wenn du hier Zeug hast. Ah, was haben wir denn da? Heilung. Left Chap, Boxers Monthly. Anscheinend hat der ein Boxermagazin engagiert, abonniert. Katsuo Kano, der Ronin aus Osaka. Katsuo Kanos Name ist in der Boxerwelt in aller Munde. Der aufsteigende Halbschwergewichtsstar ist nach 20 Profikämpfen noch unbesiegt und hat 17 seiner Siege durch technisches K.O. errungen. Gegen Kano wurde bereits Dopingvorwürfe laut. Wieder andere sagen ihm Verbindungen zur Yakuza nach. Während seines Trainings in Night City empfing das Halbschwergewicht angeblich Gäste aus Japan in seiner Trainingshalle. Gäste, die später bewusstlos hinausgetragen wurden. In den letzten 3 Kämpfen hat man große Narben unter Kanos Rippen gesehen. Ripper Dogs zufolge sehen die Narben definitiv nicht nach einer Blinddarmentfernung aus. Ob Kano zum Weltmeister im Halbschwergewicht wird? Das werden wir erfahren, nachdem Malone sich Hernandez gerecht hat. Schau ich mal noch da hinten in dem Bereich. Werkzeuge. Ein geheimer versteckter Spind am Ende des Tunnels. Alte Plastik-Gasmaske. Gibt ein bisschen Panzerung, sonst nix. Ich rüste die gleich mal aus. Kann man auch direkt ausrüsten. Da muss man theoretisch nicht ins Menü gehen, aber ich will sehen, wie sie aussieht. Sehr schön sehen wir aus, oder? Ein hübscher Kerl. Karibik Bane. Okay. Dann mach's gut, Ripper Dog. Danke für die Implantate. Es war mir eine Freude. Die Katze kann man nicht scannen. Aber alle anderen NPCs kann man jetzt scannen und kriegt eine kleine Beschreibung für die. Vor allem wichtig natürlich, ob die Straftaten begangen haben. Ich bin mir nicht sicher. Du hast eine Waffe in der Hand, kleines Mädchen, und fragst mich, ob ich spielen will. Ich glaube nicht. Ich habe Angst. Naja. Gehen wir. Mein Herz
Eigentlich sollte der im Stuhl sitzen. Aber du musst dich von negativen Energien fernhalten. Und von fiesen roten Dingen. Oh, danke, Misty. Du bist... Wie? Hör mal. Hab mit Dex gesprochen, als du beim Doc warst. Er ist in seinem Auto. Er wartet auf dich. Parkt hier ganz in der Nähe neben Gramsci Burgers. Okay, dann mache ich mal Werbung für uns. Gramsci Burgers? Wie, hör zu, ich habe hier eine heikle Sache. Deshalb rufe ich dich an. Die Zahl der Cyberpsychoangriffe nimmt weiter zu. Das weißt du sicherlich auch. Aber mir liegt dieses Problem am Herzen. Aus verschiedenen Gründen. Manche Leute meinen, dass man Cyberpsychose behandeln kann. Genau. Ich weiß, wie das klingt. Aber ich finde, selbst eine experimentelle Therapie ist besser als eine Kugel im Kopf. Wenn ich von einem möglichen Angriff höre, sag ich dir Bescheid. Vielleicht kannst du vor Menschen vorbeischauen. Aber denk dran, du sollst niemanden umbringen. Du sollst den Angreifer außer Gefecht setzen. Und ich lass ihn abholen. Klare Anweisung, oder? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um Gegner auszuschalten, ohne sie dabei umzubringen. Nicht tödliche Takedowns, nicht tödliche Quick Hacks, nicht tödliche Waffen, EMP-Granaten sowie manche Kampfgadgets, Waffenmods, die Schaden nicht tödlich machen. Wenn eine Waffe, ein Kampfgadget oder ein Quick Hack nicht tödlichen Schaden verursacht, wird das in der Beschreibung aufgeführt. Ich wollte mir eigentlich nur anschauen, was für ein Hologramm ihr hier habt. Ich will überhaupt keinen Ärger. Sagen wir mal, du hast recht. Was soll's? Soll ich mir etwa die Optik rausreißen? Danke, aber nein, danke. Du kannst nicht mehr gerettet werden, aber die Kinder, die Zukunft, das Leben, das noch vom Sakrileg unberührt ist. Sie können wir retten, mögen Mütter ihre Leiber beschützen, mögen Väter Gras auf Chrom in ihnen sehen. Doch wer sind die, die jeden unserer Schritte verfolgen? Natürlich die Unterhaltungstitanen in Alpha Centauri. In ihrem Elend besänftigen sie die müden, unterdrückten Massen, indem sie unser Lachen und unsere Tränen vorführen. Los, stell dich zu ihm. Ich mache ein Foto. Tu so, als würdest du ihn fürs Verraten von Regierungsgeheimnissen verhaften. Akzeptiert die Wahrheit, ehe es zu spät ist. Jessica wird sterben, wenn sie das sieht. Das ist echt Max Nova. Ich drehe ab. Das ist Max Nova. Na gut. Wow, eins von diesen neuen schwebenden Standalone-Handys. So eins brauche ich auch. Was ist los? Ich? Was? Wo bist du denn? Kein Strafregister, na dann. Ich gebe niemals nach. Mein Auto kann schweben! Nice. Oh. Ich war das nicht. Jetzt könnte ich voll das Polizeiauto klauen, oder? Ah, da müsste ich besser einbrechen können. Dann könnte ich das echt machen. Oh, was ist denn da los? Tiger Claws. 20... Street Credits, wenn ich den umbringe. Kopfgeldstufe. Imitation eines Konzernmitglieds und Geiselnahme. Zuhälterei und Geiselnahme. Körperverletzung eines Beamten. Mord? Na, jetzt habe ich ihn nicht mehr im Scanfeld. Naja, auf diesen Kopfgeld ausgesetzt. Machen wir mit bei der Party.
Bestimmte Handlungen bringen dir Screed Cred ein. Verdiene mehr Screed Cred und mach dir einen Namen in der Unterwelt von Night City. So werden sich völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Okay, Street Cred rocked. Ich kann die leider nicht hacken, weil ich voll der schlechte Hacker bin. Wo ist denn hier eine Deckung? Ich hätte gerne Deckung. Okay. Oh, da fliegt eine Granate, aber nicht zu mir. Ich glaube, das war's. Cool. Eine neue Waffe, die echt gut ist. Powerwaffen erlauben dir, die Schusslinie von Kugeln zu steuern. Wenn du Cyberware, ballistische Co-Prozessoren und die Mod-Flugbahn-Generator für dein Kiroshi-Optik installiert hast. Okay, cool irgendwie. Schuhe. Heilung. Ein Stressball und mehr Müll. Oh, da können wir uns nachher wahrscheinlich gleich neu einkleiden und bewaffnen. Und haben auch gleich noch ein bisschen Geld und Street Cred bekommen dafür. Na schön. Kann ich das Auto hier klauen? Das ist ja geil. Ich glaube, das ist mein neues Lieblingsfahrzeug. Oh mein Gott, das steuert sich auch noch furchtbar. Aber gut, hier ist unser Missionsziel. Ein lustiges Auto. Denken Sie... Oh, der Text dauert mir zu lang. Ist zu langsam. Hallo, was mit dir? Wer bist du? Oleg Darkevich. Keine Zugehörigkeit. Dexter Deshawn. Na gut, Dexter Deshawn, hallo. Yo, Mr. V. Ein Vergnügen. Dexter Deshawn leibhaftig. Echt schweres Tier. Fahr los. Ich habe eine Frage an dich. Was ist dir lieber? Ein Leben als Nobody, der uralt wird und nach Pisse stinkt? Oder als Draufgänger, der nicht älter als 30 wird, Geschichte zu machen? Stinkt der Draufgänger, der nicht älter als 30 wird, auch nach Pisse? Das wäre eine wichtige Information. Hallo? Ist das eine Art Prüfung? Nur ein Lieblingsthema von mir. Du meinst Rätsel? Nein, Mr. V. Ontologie. Okay, hör zu. Ich hab da was Großes. Riesig. Verglichen mit der Jagd auf ein paar stinkende Scavs. Warte mal. Jetzt habe ich mal eine Frage. Wozu all das, Dex? Warum ich? Jackie oder Tiba könnten jetzt genauso hier sitzen. Hättest nur anrufen müssen. Nenn mich altmodisch, aber Menschen, mit denen ich Geschäfte mache, schaue ich gern in die Augen. Mit Jackster hatte ich schon das Vergnügen. Und die süße T-Bug hat mir vor 2 Jahren geholfen. Darum sind wir jetzt hier.
Außerdem habe ich eine hübsche Testmission für dich. Aber dazu später mehr. Lass hören. Worum geht's? Da ist dieser Tech-Prototyp. Ein Biochip genauer gesagt. Den sollen wir klauen. Ganz einfach. Mhm. Schätze, der gehört einem Konzern. Mhm. Arasaka. Ist das ein Problem für dich? Konzerne verdienen keine Sonderbehandlung. Du machst keine halben Sachen, was? Das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und haufenweise Eddies. Schieß los. Wie ist der Plan? Zwei Dinger. Erst was Kleines mit den Maelstrom-Jungs, das dringend erledigt werden muss. Danach ein Rendezvous. Easy. Die Kundin, die uns den Job verschafft hat, ist ungeduldig. Will mit einem vom Team plaudern. Die Kundin. Wie ist die drauf? Wozu das Treffen? Heißt Evelyn Parker. Sicherheitscheck war nicht leicht. Hab durchsickern lassen, dass ich Informationen suche. Und weiter? Paar Brüder aus Pacifica haben sich gemeldet. Meinten, ich soll nicht rumschnüffeln. Und das war's. Jedenfalls will die Kleine jemanden treffen, der dabei ist. Der die ganze Sache mit durchzieht. Verstehst du? Ich bleib auf Abstand. T-Bug kann ich gut mit Leuten. Und Jackie hat Talent, kann aber nicht alles. Du weißt schon, was ich meine. Bleibst nur noch du. Was für ein Problem hast du mit Maelstrom? Gibt's Zoff? Steck den Splitter ein. Hab einen echten Klassiker. Psycho Gang zieht ihr Ding durch, überfällt vor zwei Wochen Militech-Konvoi und entkommt. Und der Konzern weiß nicht mal, dass Maelstrom dahinter steckt. Die Sache ist, im Konvoi war der Flathead, kleiner Kampfbot. Ein Prototyp. Dieses Hightech-Kerlchen hätte ich gern. Denn ohne den Bot gibt's auch keinen Saka-Chip. Und das war's dann mit dem Glück bis ans Ende aller Tage. Aber pass auf, der Kleine ist ein Einwegspielzeug. Eigentlich habe ich das verdammte Ding astrein von Maelstrom gekauft. Nur leider von dem Kerl, der Brick hieß. Ich sage hieß, weil Brick der Anführer war. Bis drei Tage nach Abschluss des Deals. Dann kam sein Kumpel und Gangbruder Simon Randall, auch Royce genannt, und hat ihn gestürzt. Royce hat jetzt das Sagen, und ich habe keinen Schimmer, ob er das Wort seines Vorgängers hält. Und als wäre das nicht genug, interessiert sich plötzlich Meredith Stout von Militech für den Konvoi. Dieser Royce, wie ist der so? Totaler Psycho, von der chromverrückten Sorte. Davon gibt's hier viele. Da hast du recht. Nur gibt's noch ein paar Schlimmere, die ihre eigenen Freunde durch einen Mikrowellentrockner jagen würden, wenn sich's lohnt. Angeblich zerplatzen zuerst die Augäpfel. Gibt ein hübsches Plopp, dann wird der Rest zu Gulasch. Ah, cool. Jetzt haben wir hier unsere erste Dialogoption, die wir nur nehmen können, weil wir Konzerner sind. Joe Konzerner gerne. Nehmen wir jetzt auch. Natürlich, ist eh klar. Diese Option muss man immer nehmen, oder? Die Konzernagentin, wie ist die drauf? Weiß ich selbst nicht. Fragt überall wegen dem Konvoi herum, als hänge ihr Leben davon ab, ihn zu finden. Ihre einzige Spur liegt gefesselt in ihrem Kofferraum. Klingt, als wurde sie bei der Übergabe versetzt. Der Monochroma im Kofferraum ist bestimmt ihr Hauptverdächtiger. Hat nichts gegen ihn in der Hand, also behält sie ihn bei sich. Entweder sie findet die Ware, oder ihre Bosse finden heraus, dass sie es vermasselt hat. Nicht schlecht, Mr. V. Beeindruckende Schlussfolgerung. Nutzt die Infos, wie du willst. Am besten zu deinem Vorteil. Natürlich brauchst du dafür Infos über unser Angsthäschen. Schick sie dir gerade. Hab alles, was ich brauche. Legen wir los. Genau das wollte ich hören. Ich arrangiere das Treffen mit Mrs. Parker im Lizzie's. Aber den Flathead holst du allein. Eins noch, Mr. V. Ruhiges Leben oder ruhmreich draufgehen? Hm? Wir sehen uns.
ruhiges Leben. Danke, tschüss. Jaxter, hab mit Dex gesprochen. Hey, Gordito ist ein dicker Fisch. Nicht nur sprichwörtlich, was? Er weiß auf jeden Fall, wie er sein Business beschützt. Wir sollen ein paar Probleme ausbügeln. Vorarbeiten. Bevor er uns einen großen Job gibt. Es geht um einen Kampfbot. Militärischer Prototyp. Maelstrom hat ihn sich gekrallt. Dex hat sie dafür bezahlt. Aber dann hatte die Gang auf einmal einen neuen Boss. Stimmt. Davon habe ich gehört. Royce gegen Brick. Feindliche Übernahme. So ist es. Dex will, dass wir mit Royce reden. Er hat mir auch die Nummer einer Militech-Agentin gegeben, aber kein Plan, ob die uns helfen kann. Chingon. Ich verfolge den mal unauffällig. Du klingst nicht begeistert. Was weißt du über Royce? Besonders durchgeknallt. Royce schnüffelt Chrom wie Junkies Drogen. Was ist denn da los? Und da ist noch was. Ich soll mit der auf... Eine Ratte. Der heißt Ratte. Ach so. Der heißt Ratte. Ziemlich viel Street Credits. Körperverletzung. Mord an einem Konzernmitglied. Geberin von dem Job reden. Evelyn Parker. Mit seiner Limo rumfahren und übers Holo Tuschen anfangen. Warte mal, ich muss weg. Gauner. Moment, kämpfen da Ratten gegen Gauner? Ah, anscheinend bin ich hier in so einen Gangkrieg reingeraten. Würde ziemlich viel Street Credibility geben, wenn ich die alle umbringe. Ist eigentlich eine gute Idee, mal hier so eine Granate reinwerfen. Eine Ratte. Okay, Entschuldigung. Also, was ist dann passiert? Du? Und was macht Dex? In seiner Limo rumfahren und übers Holo Tuschen anbalkern? Parker will jemanden aus dem Team treffen. Also schickt Dex mich. Wird sich was dabei denken. Also, wie willst du das angehen? Erst Maelstrom oder erst Parker? Ich glaube, der lebt noch. Ich meine, das ist irgendwie gut, oder? Erst Maelstrom oder erst Parker? Du machst mir Angst, wie? Ja, was weiß denn ich? Ich werde erst mit Parker sprechen. Rausfinden, wie sie drauf ist und was sie will. Orale, dann gehe ich zur All Foods Fabrik. Schnüffel die Gegend etwas aus. Hasta luego. So, jetzt müssen wir echt mal schauen wegen neuer Ausrüstung und neuen Waffen, weil ich glaube, wir sind eigentlich schon viel besser. Ich habe ja auch noch auf Gewehr geskillt. Was schieße ich überhaupt noch mit einer Pistole durch die Gegend? Ah, Mann ey. Ah, da ist ein Laptop. Also, mit dem können wir nur im Internet surfen. Na gut, schauen wir mal schnell in unser Menü, in unser Inventar. Klamotten haben wir anscheinend keine neuen angeblich. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich schau mal kurz durch. Na, guck um, wie wir neue Sachen haben. Na, schau, ist schon besser. Rette die Ratten. Ich glaube, ich habe die hauptsächliche Handlung auch nicht ganz mitgenommen. Meinst du jetzt verstanden? Ich auch nicht. Ich auch nicht so hundertprozentig. Aber das ergibt sich bestimmt. Wir sollen irgendwas machen und dafür eine Gang zusammenstellen. Oder so. Und jetzt treffen wir eine Klientin. Irgendwer hat irgendeinen Konvoi von dieser Militärfirma überfallen und einen Roboter geklaut. Und der dicke Kerl im Auto mit der Zigarre, der will jetzt das, was die geklaut haben. Und eigentlich hat das irgendwie gekauft, aber dann ist der Anführer von der Gang gestorben und deswegen kriegt er das jetzt nicht.
weil jetzt ein neuer Anführer da ist. Und der ehrt jetzt scheinbar den Deal, den die hatten, nicht. So oder so ähnlich ist das jetzt, glaube ich, aktuell gerade. So etwas Ähnliches hat sich in der Story gerade abgespielt. So, jetzt haben wir ein Gewehr mit ordentlich Damage per Second. Dreifachschuss. Ups, wollte ich nicht. Und eine Tech-Schrotflinte. Die wollte ich auch mal testen eigentlich. Die kann ich ja aufladen, damit sie stärker Wumms macht. Naja, okay, gut. Soll ich irgendwie einen Arzt rufen oder so? Ich weiß auch nicht genau. Kommt die Polizei jetzt eigentlich oder... Was ist jetzt eigentlich mit diesen Tod- oder Lebendig-Kopfgeldern? Ich glaube, ich leih mir mal das Auto von denen aus. Die haben bestimmt nichts mehr dagegen. Manchmal funktioniert leider irgendwie dieser Perspektivwechsel beim Autofahren nicht ganz, aber gut. So, jetzt könnten wir, wenn wir wollten, auch mal ein bisschen Nebenquests machen und nicht nur die Hauptquest. Hey, Levelaufstieg! Ich mache unsere Reflexe noch besser. Ups. Und lerne noch mehr Gewehrzeugs, würde ich sagen. Schneller nach... Nee, mehr Schaden. Immer mehr Schaden mit dem Gewehr. Ich finde es gut. Man kann nie genug Schaden mit dem Gewehr machen. Ach so, genau. Ich wollte gucken. Journal. Das ist auch genau... Da merkt man die DNA der Entwickler. Das ist aufgebaut wie bei Witcher 3 im Grunde. Dieses Buch hier. Dieses Missionsbuch. Mit Hauptmission, Nebenmission, abgeschlossene Mission. Und drunter steht quasi noch das Bedrohungslevel. Nicht mehr wie in Witcher 3 so eine Level-Empfehlung, aber quasi, ob ich das jetzt ganz gut machen kann oder eher nicht so. Machen wir mal einfach irgendwas. Ich weiß überhaupt nicht, was das für Missionen sind und wo wir die herhaben teilweise. Das Geschenk. Beschaffe den Ping Quick Hack von dem Netrunner. T-Bug ist bestimmt die letzte, von der du Geschenke erwarten würdest. Sie ist nicht der Typ Mensch, der durch die halbe Stadt rennt, um dir lustige Kaffeebecher oder T-Shirts mit deinem Lieblingscomic-Helden zu kaufen. Aber ein Netrunner-Programm für dich, für einen Job. Scheiße, sie muss dich echt mögen, Esse. Na dann, machen wir das. Wann haben wir denn bitte die Quest bekommen? Aber gut. Oh, warte mal, hier ist ein Fragezeichen. Da könnten wir gucken. Oh, Anruf. Ich habe bei mir ein Problem mit Ratten. Kennt man ja. Aber diese Ratten sind so groß wie Menschen und sehen schwer nach Tiger Claws aus. Der größte Störenfried ist Taki Kenmochi. Tu mir einen Gefallen und schalte sie aus, okay? Details anbei. Ist das jetzt die Mission, bei der ich gerade bin, oder was ist hier los? Ich kenne mich nicht aus. Auftragsart, Auftragskiller. Ziel, Taki Kenmochi. Ort, Wohnhausecke, bla 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 bla. Ich habe eine Wohnung in diesem Block in Kabuki. Nicht viele wissen davon. Willkommen im Club. Und so soll es auch bleiben. Mein Problem ist ein gewisses Tiger-Arschloch plus Anhang, das ausgerechnet vor meiner Scheißtür eine Pachinko-Aktion gestartet hat. Das riecht nach Ärger. Lass mich raten, du glaubst, es wäre besser, sich in der Öffentlichkeit zu verstecken. Vergiss es. Wenn, nicht falls, das NCPD die Automaten findet, werden sie ihre Bullenschnauze früher oder später auch durch mein Schlüsselloch stecken. Ich kann nicht riskieren, dass sie etwas finden, das sie nichts angeht. Die Sache eilt. Geh zu dem Wohnblock, wo die Tiger-Tussi namens Taki Kenmochi ihr Pachinko-Ding am Laufen hat... Und kümmere dich um sie. Alle anderen Tiger in der Gegend werden die Nachricht verstehen und sich verpissen.
Okay. Alien Nummer 6 hat's gesehen. Hat mir alles erzählt. Das ist jetzt die Mission hier. Claws. Konzernspionage, Diebstahl wertvollen Konzerneigentums. Das sind lauter so Verbrechen, wo ich mir denke, so, na mein Gott, okay, keine Ahnung, mach halt. Aber ich glaube, ich muss die jetzt einfach trotzdem umbringen. Ich wollte die Granate eigentlich dann nach hinten ins Eck werfen und habe sie ihm voll raufgeworfen. Wir wären beinahe beide explodiert. Auftrag erledigt.